Ich hoffe, dass die Choreografie sitzen von einigen, die jetzt rauskommen. Ingeborg, willst du ihnen noch was mitgeben? Ich wünsche ihnen einfach ganz, ganz, ganz viel Glück und dass alles passt heute. Gut. Und an alle voten, voten, voten. Ja, 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 alles gut. Die FAK Dance School, da hinten machen Sie sich bereit und marschieren hinaus auf die Bühne. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Wir sind die FAK Academy. Wir sind da jetzt in Wien bei der großen Chance und machen mit. Natürlich, weil wir gewinnen wollen. Und es auch können. Wir sind ein bunter Haufen. Einige von uns sind Tanzlehrer, manche sind Spengler und weiß ich was alles. Also wir sind ein Mix aus allem Möglichen. Und einige leben auch von Tanzen. Wir machen Breakdance und Hip-Hop, mischen das zusammen und sind in beidem eigentlich ziemlich gut unterwegs. Und ja, das ist unser Stil. Also erstens mal bravo. Und ich muss sagen, bravo, bravo. Traumhaft. Dankeschön. Wir haben uns fürs Halbfinale richtig gut vorbereitet und haben teilweise bis 12 Uhr nachts Showtraining gemacht. Wir haben auch ein neues Showthema uns überlegt und man darf gespannt sein. Wir haben uns eigentlich was richtig Cooles überlegt und ja, es wird abgehen. Und das ist jetzt die große Chance für FRK Dance School. Schon mal bemerkt, dass man ab und zu vor jemandem steht, den man besser nicht mitkommt. So einer bin ich. Komm wieder.
Wow, 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 wow. Aus Dornbirn, FRK Dance School. Außer Atem. Habe ich es gesehen, hast du mit dem Ohr gebremst? Nicht ganz. Wahnsinn. Waren die Haare. Ja, tatsächlich, Ohr noch dran. Großartig. Ihr seid außer Atem, ihr trainiert jahrelang schon. Oder? Wie lange gibt es euch schon in der Company? Also wir sind zwei Gruppen. Es gibt jetzt insgesamt 7, 8 Jahre jetzt. Und wir tanzen nur seit 5, 6 Jahren so zusammen in der Formation. Und es läuft ganz gut. Es geht aufwärts und passt. Es läuft prächtig. Interessant ja bei euch. Ihr wart beim ersten Casting, wart ihr alle halb nackt. Jetzt seid ihr in Abendgarderobe. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Ja? Wenn es ernst wird, sieht man sich eher aus, oder Doris? Lassen wir mal einfach so im Raum stehen. Aber Tatsache ist, wenn es ums Tanzen geht, ja, um geschmeidige Bewegungen, um grazile, biegsame Beine, dann hat... Musst du mich fragen? Ich wollte gerade Bernhard Paul fragen, also, eigentlich. Okay. Da kennt er sich doch aus, oder? Biegsame, geschmeidige Bewegungen, also Beine. Also erstens muss ich sagen. Aber ich würde jetzt eigentlich Carina vorziehen, weil ja, genau, mein Freund. So. Ich meine, ich weiß nicht, was du drauf hast, Bernhard, aber kannst du es uns gerne mal zeigen auf der Bühne? Entscheide dich. Ja. Carina, bitte. Also eure Show fetzt total. Es ist wirklich cool, was ihr macht. Ihr seid ein super eingespieltes Team. Ihr unterhaltet unglaublich gut. Und ja, eine sehr bedeutende Choreografin und Tänzerin in Amerika, Martha Graham, hat gesagt, der Körper lügt nie. Und ich glaube, eure Körper lügen nicht. Und zwar, die sagen aus und schreien ganz laut, wir wollen ins Finale. Ja. Also ihr habt euch richtig was überlegt, dieses Slow-Motion-Ding und dieses Slide auf dem Kopf, es ist einfach atemberaubend gewesen. Richtig toll. Okay. Carina als Tänzerin ist begeistert. Bernhard, du warst letztes Mal ebenso wie Sido nicht begeistert, und zwar von den Outfits eben, wie also gesagt. Also man muss dazu sagen, was mich immer fasziniert an dieser Sendung und an diesen Leuten, die hier sind, es gibt eine unglaubliche Steigerung von Sendung zu Sendung. Dein Outfit finde ich auch ganz toll, by the way. Fällt mir gerade ein. Auch eine Steigerung. Bernhard Paul. Es fehlt der Minus vom Sieger. Das ist der Minus fehlt. Du weißt. Zeig mal her, was ist? Schau. Mein Spickzettel, dass ich weiß, was ich drücken muss. Also es ist so, ihr wart beim letzten Mal, sagen wir, wenn man das altersmäßig sagen, ein bisschen pubertär künstlerisch. Es war noch nicht so ausgereift, die Kostüme waren nicht. Und jetzt seid ihr wie Vollprofis hier über die Bühne gefegt und habt einen ganz anderen Eindruck gemacht, wie wenn eine andere Gruppe darstellt. Ihr habt euch unglaublich gesteigert und das finde ich toll. So einfach ist es nämlich nicht. In diesem Sinne, wir stimmen ab. Sido fängt an. Danke, liebe Jury. Wie heißt das eigentlich, dieser Tanz, wenn die so springen da am Boden, so drum, 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 drum? Wie heißt das dieser ist, Tanz? Also der Oberbegriff dafür ist Breakdance, aber was die so größtenteils machen, ist Pop-Locking. So. Ja, Locking, das ist Locking, Popping, House-Dance, House-Dance. Hip-Hop, Hip-Hop. Und Breakdance. Da ist wieder ein Tanz-ABC für uns. Ja, es ist eine Mischung aus allem, you know. Aus allem. Streetdance. So. Streetdance. Ja, guck mal, bevor wir abstimmen, möchte ich noch mal kurz, Carina hat gerade gesagt, der Körper lügt nie. Das muss ich kurz mal widerlegen, weil der Bauch hier, der ist in Wirklichkeit ist der gar nicht da. Da lügt mein Körper euch nur an. Ja? Ist ein Blowbox-Trick oder was? Es gibt der lügt nie, Sido, du willst nur die Wahrheit nicht wahrhaben. Mein Körper lügt euch da nur an. Wir wären gar nicht drauf gekommen, er versteckt sich so schön hinter diesem Jurytisch. Ja, immer hier drunter. Deswegen ist mein Tisch so tief, da ich kann ihn hier so schön drunter legen. Auf meine Knie rauf. Den Bauch. So. Kann ich ihn so ablegen. Den Bauch. So, Plus, Minus. Wir kommen jetzt zum Abstimmen. Jetzt. Wir wollen euch gar nicht lange aufhalten. Ich glaube, das wird wie letztes Mal so ziemlich eindeutig. Ein Plus von Sido. Es reißt einen einfach vom Sitz und man möchte das auch lernen, was ihr macht. Das ist super. Du, vielleicht Tanzstunden demnächst, Sabine? Ja. Wer weiß. Ja. 4 Plus von der Jury für Sie zu Hause als Unterstützung. Die Tanzmafia aus dem Ländle, FRK Dance School. Hush, not your eyes.